In diesem Video erzähle ich etwas über die Uhrenumstellung, weil die auch wieder diese Woche ist. Und da erkläre ich auch ein bisschen, ob die Uhren vor- oder zurückgestellt werden. Jetzt ist März, die Uhren werden vorgestellt und im Oktober werden sie zurückgestellt. Das kann man sich leicht merken. Hier sieht man auch, wann die vorgestellt und zurückgestellt werden. Und hier habe ich ein letztes Bild, wie ich das gemacht habe. Da sieht man Oktober, werden die Uhren von 3 auf 3 zurückgestellt. Und dann wird im März, jetzt diese Woche, werden die Uhren vorgestellt. Und dann kommt jetzt eine leichte Eselbrücke. Im Sommer werden die Garnnöbel vor das Haus gestellt, im Winter werden die wieder zurückgestellt. Und jetzt will ich eure Meinung wissen. Seid ihr für oder gegen die Uhrenumstellung? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann und ciao.